Hi Ladies, Samantha hat mich gefragt nach einem Outfit für eine Hochzeit. Also nicht ihre, sondern als Gast. Und da habe ich ein wundervolles, lilanes Outfit für sie dann gestellt und natürlich für euch. Aber bevor ich da näher drauf eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder größer sehen wollt, alle Details, alle Tipps, einfach hier drüben auf die Bilder draufklicken oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Links, alle Tipps, alle Bilder in groß. Und noch mal ein kleines Geschenk für euch als kleine Überraschung, was euch sicherlich sehr helfen wird. Und jetzt, Samantha, zu deinem Outfit und natürlich für euch auch. Es ist ein lila Outfit. Warum? Ich habe lange überlegt, denn bei einer Hochzeit will man ja nicht die Show der Braut stillen, aber man will ja selber noch im Mittelpunkt stehen. Und somit ist lila wirklich die beste Wahl, die ihr euch wählen könnt, weil, ja, ihr stehlt der Braut nicht die Show, aber seid dessen noch so gekleidet, dass ihr nicht underdressed seid. Und lila, I love it, lila. Und man kann natürlich dieses Kleid auch noch zu so vielen anderen Anlässen anziehen, dass es eigentlich perfekt ist, sich ein lila Kleid anzueignen und sich im Kleiderschrank hinzuhängen, weil man kann dieses Kleid auch selber wirklich zu so vielen Anlässen anziehen. Aber es ist wirklich perfekt geeignet für eine Hochzeit. Was hier das Spezielle an dem Kleid ist, ist die Verarbeitung, denn es besteht aus zwei verschiedenen Stoffarten, einmal Chiffon und Satin, und das seht ihr auch, wie der Stoff fällt. Und das Kleid ist so geschnitten, dass es vorne kurz, hinten lang ist, und ihr werdet es spätestens auf der Tanzfläche merken, weil der Stoff so wunderbar fällt, dass quasi jede Bewegung nochmal unterstützt wird, dass euer ganzer Körper wirklich hervorgehoben wird, als wäre es ein Highlight. Ihr könnt euch das so vorstellen, diese typische Filmszene, wenn eine wunderschöne Frau mit einem wunderschönen Kleid irgendwo auf die Straße, auf einen Platz tretet, der Wind fährt durch die Haare und durchs Kleid, also wirklich das Kleid ist dafür perfekt geeignet, um ein, ja, fast, ich will nicht sagen engelhaften Auftritt zu machen, weil dann müsste man noch schon eher weiß wählen, aber in die Richtung geht es wirklich schon, dass die Gäste von der Hochzeit die Augen von euch nicht lassen können, sozusagen. Was das Wunderschöne auch noch an diesem Kleid ist, ist natürlich der rückenfreie Ausschnitt und die Verzierungen, die silbernen Verzierungen unterhalb der Brust. Der Designer hat, denke ich mal, mit Absicht davon abgesehen, einen tiefen Ausschnitt zu machen, sondern hat die Brust schön so gelassen, dass sie da ist, und hat mit den silbernen Verzierungen das Ganze nochmal quasi optisch schön angehoben, dass ihr einen wunderschönen Busen bekommt, einen flachen Bauch und der Stoff unten richtig schön fallen kann, somit auch ihr ein paar wunderschöne Beine bekommt. Und damit eure Beine nochmal richtig schön ein I-Pünktchen draufgesetzt bekommen, habe ich einen Schuh ausgewählt, der euch wunderschöne Waden zaubern lässt, aber mit ganz wichtiger Bedacht, dass die Schuhe bequem sind. Denn gerade bei einer Hochzeit, ich kenne es von meiner, das ging bis früh um 7. Also da ist man wirklich eine halbe Ewigkeit auf den Füßen und tanzt und das, ja, man kommt gar nicht zum Sitzen sozusagen, und da muss es bequem sein. Deswegen habe ich hier eine Sandale herausgesucht, die komplett in Silbern gehalten ist und die Sandale obendrauf mit Strasssteinchen und Co. verziert ist, damit die Füße wirklich schön verziert werden und eure, ja, ihr habt dann automatisch wirklich wundervolle, schöne Füße. Vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr euch die Fußnägel lackiert, nehmt auch einen relativ helleren Ton in Lila als wie das Kleid, damit halt die Füße dann nicht zu markant wirken, sondern eher die Schuhe mit den Füßen. Genau, dieses Paar Schuhe, besser gesagt diese Sandale, würde ich euch empfehlen, weil sie sind wirklich wunderschön bequem und tun das Ganze nochmal, vor allem mit dem Kleid, auch mit den silbernen Verzierungen, auch wieder schön widerspiegeln. Was fehlt natürlich als nächstes auf einer Hochzeit? Ihr braucht eine Tasche für kleine Fotoapparate, für euer Handy, für kleines Make-up zum Auffrischen oder sogar vielleicht ein kleines Fußspray. Jedenfalls habe ich hier eine Handtasche herausgesucht, die nicht sehr groß ist, aber wo genug reinpasst und die selber sehr, sehr schön mit Spitze verziert ist. Und es hat auch noch den Highlight, dass sie auch wiederum einen Silberanteil dabei hat. Und wenn ihr die Handtasche in der Hand haltet, sieht es so aus, als hättet ihr wundervolle, schöne Ringe um die Hände drumherum und habt quasi die Tasche in der Hand und, ja, zwei in eins, Ringe und Tasche. Also
wirklich geniale Erfindung von den Designer hier. Sieht wundervoll aus und es ist halt auch nochmal ein schöner Eyecatcher in der Farbe und in Silber, dass es wunderbar zu eurem Outfit passt, gerade wenn ihr dunklere Haare habt. Was fehlt jetzt noch am Rande dieses Kleides? Natürlich die Eyecatcher, die Ü-Pünktchen, aber sie sollen ja nicht so krass sein, weil jetzt ist das Kleid schon eigentlich sehr abgerundet, aber es fehlt natürlich noch der Schmuck. Man soll natürlich nicht einen Schmuck wählen, der zu pompös ist, weil denkt dran, die Braut steht im Mittelpunkt, aber ihr wollt ja selber auch noch sehr schön wirken. Somit empfehle ich euch einen Silberschmuck und ich habe hier einen Silberschmuck gefunden, der aus echtem Silber ist und mit schönen, kleinen, zarten Verzierungen verschmückt ist. Es ist ein Dreier-Set. Einmal eine kleine Kette, ganz dünn gehalten, mit einem kleinen Anhänger, dann ein Armreif, was auch schöne Verzierungen hat und ein paar schöne Ohrringe, was alles in Silbern ist und selber daran wieder diese wunderschönen lilanen Eyecatcher, was in der Farbton perfekt zum Kleid passt. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch so ein Kleid mit solchen Outfit-Details zulegt oder schon zu Hause habt und euch so kleidet, gerade du, Samantha, das wird dir mit deiner Figur und deiner Größe und deiner Haarfarbe perfekt passen. Ich verspreche euch, ihr seid unter anderem mit der Braut das Highlight des Abends. Und wenn ihr noch Single seid, habt ihr bestimmt wahrscheinlich schon bald eine neue Hochzeitspläne, weil ihr wahrscheinlich den Mann eurer Träume kennengelernt habt. Oder habt einfach mit eurem Mann und mit euren Freunden so einen schönen Spaß, weil ihr einfach bequem, locker und stylisch die ganze Nacht unterwegs seid. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch das gefällt, dieses Outfit. Ihr könnt mir auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen, genauso wie Samantha, denn jedes Kleid, dieses Outfit, das ich euch vorstelle, beruht auf eure Fragen, auf eure Ideen. Also sprich, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Kleid seid, irgendwie ein Programm gestalten müsst oder auf eine Veranstaltung geht und wisst nicht, was ihr anziehen sollt, fragt mich einfach so detailliert wie möglich unten in den Kommentaren und wer weiß, vielleicht ist morgen genau deine Frage das nächste Outfit. Und wenn ihr die Outfits nicht verpassen wollt, klickt hier oben einfach auf mein Logo und abonniert meinen Kanal und verpasst somit kein Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales, die ich natürlich verhandle für euch, damit ihr sowas bis zu 70% günstiger bekommt. In diesem Sinne, ich freue mich, euch mit diesem Outfit ja einen wunderbaren Abend gestaltet zu haben und Samantha, dir wünsche ich damit auch sehr, sehr viel Spaß.